Chemnitz, rechtsextremistische Terrorismusverdächtige. Die Staatsanwaltschaft wirft 6 Männern vor, Ausländer und Menschen mit einer anderen Weltanschauung anzugreifen. Sie wurden am Morgen eingesperrt. Die deutsche Polizei verhaftete 6 Männer, die verdächtigt wurden, eine rechtsextreme Terroristengruppe gegründet zu haben. Die auf Antrag der Bundesanwaltschaft erfolgten Festnahmen erfolgten heute in Sachsen und Bayern. Die Polizei durchsuchte auch mehrere Wohnungen. Etwa 100 Offiziere nahmen an der Kampagne teil. 6 inhaftierte Deutsche stehen im Verdacht, eine Terrorgruppe namens Chemnitzer Revolution zu gründen. Einer der Führer dieser Gruppe, der 31-jährige Christian K., wurde Mitte September wegen einer schweren Störung der öffentlichen Ordnung inhaftiert. Nach bisherigen Erkenntnissen sind Häftlinge die Hauptfiguren der Skinhead- und Hooligan-Gemeinschaft in Sachsen. Spätestens am 11. September sollten sie sich in der Gruppe Chemnitzer Revolution zusammenschließen. Angriffe auf Fremde. Ermittler vermuten, dass die Gruppe beabsichtigt, die deutsche Rechtsordnung gewaltsam zu bekämpfen. Die Mitglieder sollten Angriffe auf Ausländer und Menschen mit einer anderen Weltanschauung planen, einschließlich der Vertreter einiger politischer Parteien. Laut der Staatsanwaltschaft versuchten die Verdächtigen, eine halbautomatische Waffe zu bekommen. Am 14. September griffen Angehörige der Gruppe, bewaffnet mit Flaschen, Handschuhen mit Quarzsand und einem Elektroschocker, Ausländer in Chemnitz an. Eine Person wurde verletzt. Der sächsische Innenminister Roland Wöller, CDU, sagte, die Schritte gegen angebliche Terroristen aus der Chemnitzer Revolution seien ein entscheidender Schlag gegen den Rechtsextremismus. Diejenigen, die Angriffe auf Ausländer, Beamte, Politiker oder andere Menschen mit niedrigen Motiven planen, erleben die Macht des Gesetzes mit all ihrer Stärke. Mit dem Stopp geben wir ein deutliches Signal, dass wir solche rechtsgerichteten Terrorstrukturen frühzeitig aufspüren und aufbrechen, sagte Wöller. Autor: Jace Klepiatz.